24 Kinder der Klassen 3 bis 12 aus verschiedenen Schulen des Landkreises lasen unterteilt in Altersgruppen unter Beobachtung der Mitglieder einer Jury plattdeutsche Texte vor. Auch viele Eltern waren in die Schule gekommen, um ihren Nachwuchs beim Lesen zuzusehen oder bei Kaffee und Kuchen beisammen zu sitzen. Im Anschluss gab es eine Feierstunde. Zu den Gästen zählten auch die stellvertretende Landrätin von Friesland, Marianne Kaiser-Fuchs, Jevers Bürgermeisterin Angela Dankwart sowie die Leiterin des Initiators der Oldenburgischen Landschaft, Rita Kropp. Ein Rahmenprogramm mit plattdeutschen Liedern und einer Zauberstunde mit Magier Ecki, natürlich auf Platt, sorgte für die Unterhaltung der Gäste. Für die Sieger gab es Bücher, gespendet vom Gesprächskreis Plattdeutscher Klönschnack und vom Landkreis Friesland.